Herzlich willkommen bei Chemistry und heute werden wir uns mal um etwas kümmern, was sich da nennt Komproportionierung. Super Wort für Hangman, ich schreibe es mal auf. Komproportionierung. Okay, was man sieht, was hier drin steckt, das Wort Komm, also irgendwas wird zusammengefügt. Da geht es hier um Redoxreaktionen und zwar, dass zwei Atome unterschiedlicher Oxidationszahlen hinterher die gleiche Oxidationszahl haben. Wir hatten dazu auch sehr passend die Tage auf Insta ein Reel mit einem Versuch, wo genau das stattfindet. Wir gucken da mal rein. Und zwar seht ihr hier zwei Schälchen. In dem einen Schälchen befindet sich ein graues Pulver. Das ist Zink mit ein bisschen Ammoniumchlorid. In dem anderen Schälchen, was ich jetzt hier zugebe, ist Ammoniumnitrat. Schön fein gemörsert alles. Jetzt muss es nur noch richtig gut vermischt werden. Ja. Dann wird auch gleich die Reaktion auch schon stattfinden. Man braucht hier zum Zünden nämlich nur ein paar Tropfen Wasser. Nicht zu viel, ja, sonst wird es zu nass. Das ist mir schon mal passiert. Meistens reichen so 2 bis 3. Dann wird es warm, die Reaktion startet. Und irgendwann, wenn das Wasser weit genug verdunstet ist, ist die Energie so hoch, dass, naja, ihr seht es jetzt gleich, jawohl. Der Versuch heißt nicht umsonst auch magische Flamme. Gut. Ja, was dabei entsteht, ist Zinkoxid und Stickstoff und die Reaktionsgleichung. So, machen wir mal weg hier. Gucken wir uns jetzt auch mal an. Also bei der Komproportionierung der Nummer hier habe ich einmal als ein Edukt Zink. Ich habe ein anderes Edukt, das ist Ammoniumnitrat. Und das reagiert zu Zinkoxid und Stickstoff. Okay, gucken wir uns mal die Oxidationszahlen an von der Nummer hier. Wir haben einmal Stickstoff, Element, Oxidationszahl 0. Wir haben Sauerstoff in Verbindung, Oxidationszahl minus 2. Okay, damit wissen wir, okay, Zink wird dann die Oxidationszahl plus 2 haben. Und jetzt schaue ich mal auf die andere Seite, auf die Eduktseite. Hier Zink, Oxidationszahl 0. Und damit hätte ich auch schon einen Teil herausgefunden, und zwar, dass das hier die Oxidation ist. Ja, von 0 auf 2 Erhöhung der Oxidationszahl. Okay. Gucken wir uns jetzt mal das Ammoniumnitrat an. Das ist eine ionische Verbindung bestehend aus einmal NH4+, Ammoniumion und dem NO3-, dem Nitration. Das ist zur Ermittlung der Oxidationszahlen vielleicht ganz gut zu wissen. Jetzt weiß ich ja nämlich, wenn ich wieder schaue, okay, Wasserstoff in Verbindung Oxidationszahl plus 1. Das Ding ist positiv geladen. Das bedeutet, der Stickstoff hier hat eine Oxidationszahl von minus 3, weil ja eine positive Ladung überbleiben muss. Auf der anderen Seite hier Sauerstoff wieder in Verbindung Oxidationszahl minus 2. 2 mal 3 ist 6. Das Ding ist einfach negativ geladen. Das bedeutet, der Stickstoff hat hier eine Oxidationszahl von plus 5. So. Schreibe ich mal hier oben dran. 5 und minus 3. Und jetzt sehen wir, das Ganze wird ja beides zu Stickstoff der Oxidationszahl 0. Das bedeutet, ich habe einmal von 5 auf 0. Jawohl, ja. Das ist meine Reduktion. Und jetzt habe ich noch was. Ich habe von minus 3 auch auf 0. Hier geht es hoch. Auch das hier ist eine Oxidation. Das heißt, hier bei dieser Reaktion zwei Oxidationsreaktionen, eine Reduktionsreaktion. Wir gucken uns mal die Teilgleichung an und dann haben wir einmal für die Reduktion entsprechend Stickstoff 5+ reagiert zu Stickstoff und hier brauche ich 5E-. Und dann habe ich Oxidation 1 ist einmal Stickstoff minus 3 reagiert zu Stickstoff. Oxidationszahl 0 plus 3E- werden hier frei. Und bei einer Oxidation 2 habe ich Zink. Und das wird zu Zink 2+. Und hier werden 2E- frei. Das ist auch ganz schön so, weil hier benötige ich 5. Hier werden 3 und 2 abgegeben. Das macht in Summe auch 5. Also muss ich jetzt hier nichts mehr ändern. Wir kommen direkt zur Redoxgleichung. Da kann ich das, was da oben steht, eigentlich wieder abschreiben. Also Zink plus Ammoniumnitrat reagiert zu Zinkoxid und
Stickstoff. Wer sich jetzt fragt, wo ist eigentlich das Ammoniumchlorid, nimmt an der Reaktion nicht wirklich teil. Ich habe da mehrere Quellen gefunden, was das machen soll. Irgendwann stand davon, dass Zinkchloride gebildet werden, damit das Zink weiter reagieren kann. Irgendeine andere Quelle schrieb von einer katalytischen Wirkung. Ich kann es nicht zu 100% sagen, was es genau soll. Wer weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Bin dafür jedes Feedback offen. So, jetzt mal noch schauen hier bei unserer Redoxgleichung. Da fehlt noch ein bisschen was. Und zwar habe ich auf der Produktseite ein Sauerstoffatom. Auf der Eduktseite habe ich davon 3. Das bedeutet, ich muss hier nochmal mit 2H2O nachlegen. Damit habe ich hier 4 Wasserstoffatome. Die habe ich hier passenderweise auch. Zink habe ich hier 1. Stickstoff hier wie hier 2. Das war's. Das ist Komproportionierung, weil eben einmal Stickstoff der Oxidationszahl -3 und Stickstoff der Oxidationszahl 5 sich trifft beim Stickstoff der Oxidationszahl 0. Also von 2 unterschiedlichen Startpunkten zusammen auf einen neuen. Dass hier Stickstoff entsteht, kann man auch daran merken, dass das Zinkoxid, was dabei rumkommt, eine recht fluffige Nummer ist. Ja, durch die hohe Gasentwicklung ist das Produkt nicht wirklich kompakt, sondern eher wie so ein Schwamm. Ja, kann man hinterher richtig schön fein zerbröseln. Gut, das soll es gewesen sein. Komproportionierung oder auch Synproportionierung genannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht beschäftigen wir uns dann mit dem Gegenteil der Disproportionierung. Ansonsten kommen jetzt noch im Abspann ein paar Videos, die ihr euch anschauen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin sage ich auf Wiedersehen.